Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eastside vs. Westside, dem Challenge-Projekt hier auf YouTube. Natürlich nicht allein, nein, ganz im Gegenteil, der Uwe und der Heiko sind auch wieder mit dabei. Hallöchen. Hallo. So, Jungs. Erzähle. Die Verrückten waren da. Ja, natürlich. Dann werden nicht glauben, mit was. Doch, Heiko, du hast mich doch gesehen. Ja. Ich saß auf der Höllenmaschine, Uwe. Hm? Mhm. Die Maschine kommt direkt aus der Hölle. Excel ist mir fast. Harry ist mir fast in Trecker gesprungen mit einem Pferd. Mit einem Pferd? Mit einem Pferd. Ja, das Ding hat auch keine Bremse. Wie soll ich das Ding anhalten? Ja, daran schon mal gedacht. Ja, die waren mit dem Pferd da. Muss man doch so komisch Geräusche machen, damit das Ding anhält. Was für Geräusche? Ich möchte das jetzt nicht wiedergeben. Da warten vor Geräusche, ich kenne das nicht. Ja. Wie macht's Heiko? Macht er doch, oder? Ah, Uwe, wie mach's? Uwe, kannst du es nochmal machen? Ich hab's schlecht über den Funk gehört. Warte mal, mach nochmal. Ah, okay. Nee, ich glaube, da rennt das Tier von der Lele weiter. Nee, okay. Aber wir halten fest, wir werden uns niemals Pferde einschaffen. Das sag ich euch. Nee, Gottes Willen. Nee. Aber du könntest jetzt mal einen flotten Goal machen und hierher kommen und den L60 wegfahren. Kannst du bitte sagen, oder? Bitte bekürze. Ja, weil ich bin doch schon da. So, der ist aber noch nicht voll. Wo bist denn du? Da doch, hinten. Der ist voll. Der ist noch nicht voll, hinten der Anhänger. Ja, aber gleich. Komm zu dir, warte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so schnell bist. Tja, kannst du mal sehen. Die Zeiten, ja. Die Zeiten des Rumgeschlingels, die sind vorbei. Jetzt ist ja. Wir hatten bis dahin Kontoeingang. Ich bin gerade im Büro. Ja. Uwe? Ja, ich komme gleich rüber. Wollte ich gerade sagen. Heiko, ja, das müssten die 25% gewesen sein. Das waren 5. 15.000 Ostmark. Ja, passt hin. Okay. Passt. Hab nämlich gesagt 25. Haben wir ja auch so verhandelt. Haben sie ja auch gesagt. Genau. Uwe! Ja, jetzt entspann dich. Wenn du nochmal in den Anhänger ruchst. Da war gar nichts. Nee, deswegen kaum hat er auch so gewackelt im Rückspiegel. Steig ein und guck nach vorne. Ey, ich sitz drin. Was denkst du, warum ich Rückspiegel gucken kann? Ist mit dir! So, der mittlere Anhänger hat auch noch Platz. Komm. Manometer. So, aber Uwe, wegen deinem Urlaub. Ja. Das wird nicht. Ja, full. Geht nichts mehr. Ja. Wie lange willst du Urlaub machen? Eine Woche. Was? Ja. Eine Woche. Ja. Ha? Dann wird aber nicht. Das ist im März. Wollte ich gerade sagen, ja, hey, jetzt wo die meiste Arbeit ist. Sei froh, dass es nicht im Juni oder im August ist. Ne, da heißt Urlaubssprache, da gibt's keinen Urlaub. Ja, aber nee, eine Woche, pass auf, da gibt's jetzt halt bloß folgende Problematik. Ja. Der Heiko. Anwesend? Der hat ja gesagt, der hat da leer gemacht. Das Behältnis. Mit? Wo du angeblich deinen Urlaubsantrag reingelegt hast. Mhm. Ich kann keinen Urlaub genehmigen ohne Urlaubsantrag. Ach, hey. Uwe, das wird übrigens, heute war Montag, heute haben sie die Tonne geholt. Also das ist auch schon nicht mehr an der Tonne. Also, pass auf, Uwe. Sei du froh, wenn ich nach meinem Urlaub nochmal zurückkomme. Uwe, pass auf, ich mache dir folgendes Angebot, ja? Wenn du es heute noch schaffst, jedoch handschriftlich einen Urlaubsantrag mir zukommen zu lassen, ja? Mhm. Können wir vielleicht drüber reden. Aber ich möchte feinsäuberlich mit Vor- und Zunahmen die Urlaubstage, wie viel Resturlaub, denke dran, du hast nur 23 Urlaubstage insgesamt, ja? Also feinsäuberlich möchte ich das notiert haben. Wenn du es hinkriegst heute, vielleicht können wir drüber reden. Ich lege den nachher ins Büro. Den möchte ich gerne persönlich haben. Im Büro kommen Dinge weg.
Wenn Heiko, wenn, dahin, Heiko, wo ich wegkomme. Wenn Heiko wieder aufräumt, dann kommen Dinge weg. Das weißt du, ganz genau. Heiko. Ja, Harry. Das läuft bei dir? Ja, das Sehen ist in den nächsten 10 Minuten fertig. Perfekt, sehr gut. Ich bräuchte dann bloß theoretisch noch vor der Nacht den L60 wegen Düngemittel streuen. Kriegen wir hin. Bringe ich dir vorbei jetzt gleich. Ich fahre jetzt gerade leer machen. Ja. Hinter unserem Hof, ne? Brauchst du? Nee, da ist. Ich muss den Düngemittelstreuer aufnehmen am Hof und muss das Feld 28 noch nachdenken, wo ihr gerade seht. Okay. Ja, krieg mal hin. Könntet ihr unter Not entgegenfahren mit einem ZD? Ich brauche bloß den Rahmen, den L6-Rahmen. Die Anhänger kannst du hier oben lassen. Ja, die Anhänger, die bleiben auf dem Acker, das ist klar. Ich bringe dir den L6 dann. Also stell ihn auf dem Hof und dann kannst du dir den wegnehmen. Geht klar. Ich würde dann auch gleich rausfahren auf die Wiese, auf die Kleine, würde die derweil wieder mähen. Weil der Vermender funktioniert richtig gut. Ja, dass wir da gleich wieder Zeug haben. So. Ansonsten, mich kurz überlegen. Das ist so eine Sache. Ja gut. Ach, übrigens, ich habe uns mal noch ein Feldmobil gekauft, und zwar eine rote Simson. Aha. Schon auf dem Hof. Aha. Ach, für Feld hin und her gondeln oder was? Jetzt wird's aber dann frech. Was denn jetzt? Jeder einen, wie er Bock hat, oder was? Was denn? Ich glaub's halt nicht. Was? Ey, Uwe, was ist denn jetzt bei dir schiefgegangen? Damit kann man zu zweit fahren, Uwe. Oh, wir zwei. Nach dem Dorfkrug. Ja, da bist du wieder da. Da riechst du dich wieder nicht auf, ne? Ja, unglaublich. Aber Hauptsache erstmal aufregen. Ist eine Enduro. Kannst du Uwe aber nicht in die Hand geben. Ja. Sonst wird da nichts mehr draus. Bring die mal vorbei, bitte. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Stefan, treibst dich rum, ich brauch dich. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ja, dann. So ist es nicht. Ich fahr zu. So ist es nicht. Wie viel kostet der. Was hattest du gesagt, Heiko? Der Kalkstreuer. Nee, Dünger. Nee, was war's? Spritze. Die Spritze. 9000 und ein paar zu quetschen laut Katalog. Zum Düngen und Kalken haben wir was oder nur zum Düngen? Hammer. Zum Düngen und Kalken haben wir was, nur noch zum Spritzen. Noch zum Spritzen. Gut, okay, das sollten wir hinbekommen. Das sollte passen. Ja. Okay. Ich bin voll. Ja, ich bin gleich da. So, an der ähnlichen Stelle wie vorher. Jawohl, ja. Dort hinten wieder in der Ecke, oder was? Ja, so in der Art. Ja, alles klar. Komm zu dir. So, nur gut, dass unser L6 so geländegängig ist. Kommst du überall durch. So, warte. Hau erstmal hier vorne was rein. Jo. Erstmal hier rein das Ganze. Warum wackelst du so, Uwe? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Irgendwas läuft da unrund. Hast du da irgendwie wieder was dran gestellt oder was? Nee. Nicht. Eigentlich nicht. Na gut, jetzt hat er aufgehört zu wackeln. Vielleicht war es auch bloß der Wind. Vermutlich. Hm. Ich glaube, du bist rangefahren. Ich bin gar nicht rangefahren. Sicher. Ich mach sowas nicht.
So, genau. Ja, du hast ja hier noch genug zu tun. Das passt. Warte. So, ich lasse die Anhänger hier. Ja. Und ziehe erstmal von dann. Ich komme aber wieder raus mit dem Fahrzeug. Jo, passt. So, Heiko. Heiko mit dem Moped. Unglaublich. Unglaublich. Ich hab den gesagt, ich komme reingefahren auf den Hof. Jetzt kommt er mit der Schindel hier raus. Mann, das kann nicht wahr sein. So. Liebe YouTuberinos, ihr seht, wir haben jetzt erstmal effektiv mit Feldarbeit zu tun. Und wir haben, um das Ganze jetzt mal ein bisschen aufzugreifen, wir haben unsere Rinder, mit denen wir da gut einherkommen. Dann haben wir ja unsere Schafe noch dazu. Ey, das Ding fährt sich wie Schmiersäfer heute. Dann haben wir unsere Schafe noch dazu. Dann haben wir unseren Komposter. Dann haben wir unseren Fermenter jetzt. Ich glaube, oder wir glauben vielmehr, dass wir damit recht gut vorankommen. Wir müssen jetzt natürlich auch sehen, wie ist es, wenn wir über die Nacht wiederkommen, ne? Was haben wir alles an Abzug etc. pp. Müssen wir schauen. Aber ich denke, das wird schon recht gut ausgehen. Sollte zumindest. So, der Heiko, der wird jetzt dann mit dem Ding wieder rausziehen und die Felder fertig machen. Werde jetzt dann gleich nochmal die Produktionen. Oder warte mal, normalerweise könnte das Heiko gleich mit dem L60 machen. Das würde passen. Kommt er recht gut ran an den Komposter oben. Einmal mal gucken, wenn er am Hof ist. Müssen wir gleich mal mit dem schwätzen. Ja, und ansonsten, ihr seht, wir müssen halt langsam mal wirklich hier zu Potte kommen. Wir haben jetzt schon März. Wir haben noch den Kredit von 315.000. Alter. Grenzweg des Todes. Wir haben noch 315.000 Kredit. Den müssen wir abbezahlen, deswegen müssen wir halt auch sehen, dass wir erstmal genug an Geld sammeln. So, werden wir das Ding mal hier stehen lassen. Der war langweilig, oder Heiko? Ja, ich habe eine Probefahrt gemacht. Mal Heiko? Ja, Harry. War warm, oder? Weil? Naja, du siehst jung aus. Aber echt? Gut, lass mal das. Ja, ja. Pass auf, Heiko, folgendes. Ich habe noch Tritikale mit drauf, die kannst du erstmal bei uns ins Silo schmeißen. Ja. Und willst du das noch vorm Schlafen, also vorm zu Bett gehen, fertig bekommen oder wie sieht denn das aus? Ja, würde ich gerne machen wollen. Na, dann mach das mal noch fertig und dann versuch mal, ob du vorm Schlafen gehen noch unseren Komposter wieder bestücken kannst. Ja, geht klar. Oder nee, vergiss den Komposter, ich mach das. Kümmere dich ums Feld. Vorne in der Halle steht ZD. Ja, ich hab was Schnelleres. So. Okay. Wir müssen halt sehen, es wird halt schon wieder dunkel. Wir haben es 19:25. Leute, auch hier im Chat. Müssen den Finger ziehen. So, wo hab ich denn das Ding jetzt hingestellt? Ach, hier hinten. So. Wir müssen nämlich sehen. Ich glaube, wir jetzt hier, das läuft ja, wie gesagt, das geht voran. Das produziert, das passt. Wir haben da und da und da und da. So, warte mal. Haben wir doch hier irgendwo. Ach ja, hier. 25k geht da gleich. Rufen wir. So. Das sollte. Vielleicht kommen wir da über Nacht. Das sollte eigentlich reichen. So, aber wie viel haben wir da jetzt drin? Das Stroh. Ach gut. Ja, brauchen wir nichts. Oder? Ahoi. Gut, das läuft. Nee, da brauchen wir nichts zu kaufen. Da kann ich wieder rausfahren zum Uwe.
Das sollte passen. Müssen wir gucken. Aber der fährt. Auch bloß seine 32. Das ist so eine Sache. So. Haben wir denn, wo hat er denn den Zettel hingestellt? Der hat doch hier irgendwo gesagt. Hey, go! Harry? Wo hast du den Zettel hingestellt? In der Halle. Welche? Wir haben ja nicht nur eine. Wo der Trabi steht. Ah, ist klar, gut. Weiß Bescheid, danke. Ein Stück weiter. Danke, danke, danke. Bitte, bitte. Der Trabi steht noch. Ach, hier hinten steht er. Okay, perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Uwe, was ist mit dir? Bist du eingepennt oder was? Uwe? Ey, wenn der auf dem. Heigo? Heigo? Ja? Ist der Uwe irgendwo? Oder hat er sich irgendwo schlafen gelegt? Hast du das gesehen oder saß der vor uns noch auf dem Drescher? Ja, hier, hallo, ja, bin da. Sag mal, Uwe? Ja, also. Ja. Hörst du noch? Oder schläfst du schon? Nein. Bin Uwe, fit? Uwe, ich sag dir's, ja. Denke dran. Alles gut. Wir müssen, Schiffe, komm ran. Wir müssen hier alle arbeiten, ja? Und nicht, dass sag, du hier denkst. Sag, sagst du. Wieso? Was ist denn heute? Den ganzen Tag bin ich ja schon am Rammeln, ja? Oh, was? Ja, den ganzen Tag fahre ich ja schon hin und her und kümmere mich um Dinge, ja? Ach, jetzt hör auf. Mhm. Was würdest du machen ohne mein Management? Den ganzen Tag Dorfkrug hängen. Ja, den ganzen Tag Dorfkrug hängen, ja. Oh ja, geil. Mhm, das glaube ich. Ja, nee, ganz bestimmt nicht. Vielleicht. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Heiko? Ja? Wird dich der Dorfkrug für einen Monat gestrichen? Oh. Dann kriegt er aber auch keinen Urlaub, so. Tja, Uwe. Hm. Was machen wir nun? Ich gehe in Urlaub und Heiko Dorfkrug. Nee. Herzlichen Glückwunsch, Chef. Da sind wir dabei. Okay, dann suche ich mir dann wohl doch zwei neue Mitarbeiter, auf die wenigstens verlassen. Ich gehe mal halt zum Bauer. Der Bauer ist eh viel netter wie du. Das war hart. Okay, Uwe? Ja? Du kannst deine Arbeit sofort niederlegen. Nein, Chef, das war's natürlich. Nee, das kannst du jetzt machen. Nein. Du kannst jetzt aus der Maschine aussteigen. Nee, wenn ich da bin, an der Maschine, will ich dich nicht mehr in der Maschine sehen. Ach, Schäfchen. Nein. Bitte, bitte mit Kirsche. Das hilft dir jetzt nicht mehr. Auf die Aussage hin. Wenn dir dein Arbeitsplatz nicht mehr gefällt. Doch, natürlich. Warte, du bist ein bisschen. Ich komme dem Feld näher. Weißt du. Ich ja, rate dir, aus der Maschine verschwunden zu sein, wenn ich da bin. Ja, ich habe Stulle dabei. Ich zähle langsam runter, ja? Tschüss, Uwe. Ach, Heiko, du lässt mich auch nur gehen lassen. Du bist ja jetzt aus dem Funk, wenn du aus dem Fahrzeug rausgehst, oder? Ich sehe den Drescher. Da liegt ein Stein drauf. Wenn ich am Drescher bin, dann bist du doch drin, ja? Ich garantiere für nichts. So was Unloyales wie dich habe ich selten gesehen. Mit dieser Aussage. Kannst du dir das nochmal überlegen, ob du diese Aussage wirklich zurücknimmst oder ob du die nochmal bringst oder nochmal irgendwas in der Art, Uwe, ja? Kannst du dir einen neuen Hof suchen? Dann kannst du zu dem komischen Herrn Bauer gehen, ja? Kannst von mir aus heiraten, ja? Wenn es dir das so schön gefällt da drüben. Nein, natürlich nicht, Harry. Ich brauche loyale, loyale Menschen, ja? Die wissen, was Loyalität bedeutet und nicht solche. Genau, und wer hat für dich hier, wer hat sich hier für dich den Arsch aufgerissen? Wer ist denn für dich? Wer ist denn Ja, pass mal auf, wer hat dich wieder rausgeholt? Hättest du dich drin versauern lassen sollen, wärst du lieber gewesen? Komm mir nicht so. Mit wer hat das, wer hat das? Ja, pass auf, Loyalität bedeutet, dass man zueinander steht, ja? Und nicht ihn hintenrum verarscht. Also überleg dir die Aussage nochmal. Kann aber nicht wahr sein, was ist denn mit dir? Unglaublich.
bei der Knastgeschichte, ne? Ich bin der Heiko und ich war auch dabei. Der Heiko, oh, jammert nicht so rum! Komm ran, lass dir was geben. Du sitzt ja immer noch drinne. Na und, wer soll hier dreschen, Mensch? Ja, die, die Ahnung haben und loyal sind, also ich! Ey, jetzt übertreib's mal nicht. So, ich geh jetzt in mich, ich geh raus aus dem Funk, wiederhören. Ja, meine lieben YouTuberinos. Da muss ich was einfach bild der Schein! Lasst das Teufel da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Vor allen Dingen, was ihr von dem Statement von Uwe haltet, ja? Das geht ja gar nicht. Was ist sowas? Meine Lieben, tschüss und ciao.